Hallihallo, herzlich willkommen zurück, liebe Freunde, hier bei Fallout New Vegas. Robert hat mir eben gesagt, ich soll ernst sein, also bin ich ernst. Halt die Klappe, du bist ernst. Ich frage mich immer noch, ob der das überhaupt hinkriegt dort. Ich bin mir da auch nicht so ganz sicher. Wenn es einer hinkriegt, dann... Haha, Falle. Damit du nochmal durchrennst. Ja, oh, da hinten ist ein Verstecker, ich glaube, das hatten wir schon. Ich will mir bloß mal eben die... meinen Fuß kaputt ganz machen. Hoppala. Mach meinen Fuß kaputt. Nee, ich glaube, das hatte ich schon. Oder? Ja. Oh, lame boy. High five Kiste. High five Kiste. So, wo müssen wir denn hin? Warum geht M für Map nicht? Ja, das freut mich auch. Was ist das hier für ein Gedöns? Wir sind jetzt wieder zurück zu Elijah Woods. Bringen Sie den zum Dach von Puesta del Sol. Sol Süd. Entschuldigung, liebe Freunde. Aha. Also müssen wir jetzt hier erstmal aus dem Gebiet wieder raus und zum Brunnen, wo Elijah auf uns wartet. Mach ich. Ruhig. Ruhig, Brauner. Ruhig, ganz ruhig. Ach ja, liebe Freunde. Und irgendwie, der DLC ist zwar schön und gut, aber ich bin trotzdem bestimmt nicht böse drum, wenn wir da wieder raus sind. Ja, ich auch. Muss ich mal so ganz ehrlich sagen. Ich freue mich ehrlich gesagt auf den nächsten DLC, weil da spielen wir hoffentlich dann den mit dem Weltraum. Menschen, warum gehst du jetzt hier wieder hoch? Oh, weil ich's kann, Robert. Dort unten ging's doch raus. Ja, und da wollte ich auch hin. So. Gut. Es war so geplant, ich wollte das so, kritisier mich nicht, sonst fliegst du raus. Okay. Sag ja nix. Dann mach ich alleine weiter. Das schaffst du doch gar nicht. Ich habe übrigens den netten Hinweis erhalten, dass du bei der Metro-Folge Nummer, was kam gestern raus? 26, glaube ich. Übelst gefailt hast. Was, beim Nazi-Geschnetzel? Ja, ich glaube schon. Ja? Also du hast richtig übel gefailt und mit dem Beikommentar, es war so schlimm wie nie. Echt? Ja. Warum das? Weil ich dort runter geflogen bin? Ich weiß es nicht mehr. Ich habe mir die Folge nicht genau angeguckt, aber... Also vielleicht nochmal, wer das auch immer hier gesagt hat, kann nochmal vielleicht genauer drunter schreiben. Außerdem sind Fails gewollt und zwar allgemein Belustigung gedacht. Das hat er nicht drunter geschrieben, das hat er mir ganz persönlich gesagt. Ja, kannst du auch nochmal drunter schreiben, ich werde ja niemanden dafür knechten. Oder vielleicht doch. Man weiß es nicht im Robert, so, also, warum hast du die noch nicht mitgenommen? Ich glaube, Dean ist der Ghoul hier, ha? Ja. Ich jetzt fahre immer im Kreis, brumm, brumm, brumm. Reden wohl nicht so, viel, du, Dean. War das der Boss, der da über dem Brunnen geschwebt ist? Der Kerl, der uns diese schicken Schlipse angelegt hat? Der weiß, wie man einen Auftritt hinlegt. Wenn er nur leiser wäre, sonst überrennt das Geistervolk noch die Tore. Vera-Hologramm hin oder her. Na, ausgefragt hast du ne schon, oder? Ja, jetzt war das Vera-Hologramm. Kennen Sie die holographische Frau? Klar, tatsächlich. Deine Schnitte, ne? Oder schätze, Vera Keys ist zusammen mit den Holo-Archiven verloren gegangen, als die Bombe einschlug, was? Auch als Geist noch hübsch anzusehen. Hat Sinclair gut ausgesucht, das muss man zugeben. Vielleicht hat sie aber auch ihn ausgesucht. Wir hätten Firefox zumachen können. Ja. Ist ein bisschen zu spät. Es wäre natürlich unsere Zuschauer. Wir können so einfach mal kurz hier. Wir machen mal einen kurzen Cut und sind gleich wieder da. Dann machen wir Firefox aus. Nicht, dass ihr jedes Mal das Video minimiert und auf Facebook guckt, ob euch jemand geschrieben hat. So wie jetzt eben. Bis gleich. Bis gleich. Gut, da sind wir wieder. Der Cut sollte für euch nicht merkbar gewesen sein. Wir haben jetzt mal kurz Firefox und das ganze Chat-Gedöns ausgemacht. Normalerweise machen wir das vor der Aufnahme, haben wir diesmal verkackt, soll vorkommen. Wir spielen jetzt einfach nahtlos weiter. Können Sie mir... Nein, will ich gar nicht wissen. Das ist erstmal genug. Mir kommt da fast ein Tränchen. Aber wir sprechen uns sicher später. Du musst ihn jetzt aber überreden, mit dir zu gehen. Genau. Ach so, ja. Na, wenn das mal nicht meine eigene kleine Kombination... Ja, ja, ich mag die auch. Was wissen Sie über die Gala-Veranstaltung, die wir auslösen sollen? Du kannst auch das da runternehmen. Ja, würde ich jetzt auch sagen. Nein, sieht aus wie ein Dach in Puesta del Sol. Schöner Ausblick damals. Jetzt will man da sicher nicht stehen, wenn die Veranstaltung losgeht. Warum? Im Frühling, Sommer, Herbst und ein bisschen auch im Winter macht das Geistervolk da gerne Urlaub. Also keine gute Gegend. Wenn wir dahin wollen, gehe ich sicher nicht allein. Und falls Sie die tolle Idee haben, mich dahin zu schicken oder dort zu lassen. Nein, danke. Irgendeine Idee, wieso er sie dort haben will? Partner, ich bin nicht sicher, ob der alle Karten im Stapel hat. Mein Tipp,
einfach ausschalten. Das ist der kleinste gemeinsame Nenner. Er meint wohl, dass der starke Mann woanders gebraucht wird. Auch wenn der starke Mann da geteilter Meinung ist. Und ich schätze, wo man den alten Doggy braucht, da braucht man kein Hirn. Hoffe ich zumindest. Denn ansonsten sind wir mächtig am Arsch. Weil ich die Zeichnung so gesehen habe. Naja. Sonst bleibt nichts anderes übrig. Was ist mit der Chica da drüben? Das kleine Fräulein Stumm? Vielleicht sollte sie hier irgendwo sein, wo es wichtig ist, dass man sie sieht, aber nicht hören muss. Und ich? Ich hatte schon erstklassige Gastspiele in Europa, in New York. Und dieser Gig hier fühlt sich einfach nicht danach an. Verstehen Sie mich nicht falsch. Ich kann die Zuschauer in meinen Bann schlagen, alles von oben dirigieren. Aber hier bin ich das fünfte Rad am Wagen. Ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass du das kannst. Ich kann dir trotzdem nicht folgen. Das fünfte Rad, nutzloser Ja, das habe ich kapiert. Jemand mit dem Werkzeugkasten, die Schwester mit dem Skalpell, der Chauffeur, der einen zum Konzert fährt. Er braucht da oben auf dem Dach nur einen Kerl mit zwei gesunden Händen. So wie ich aussehe, zähle ich wohl nicht für ihn. Armer Kerl. Ich habe noch andere Fragen. Natürlich wollen Sie das. Dann lassen Sie mal hören. Okay, ich glaube, wir müssen uns jetzt hier wirklich überall durchhangeln. Was gibt es hier noch? Erzählen Sie mir, was wissen Sie? Ich finde, wir sollten zusammen reisen. Das probieren wir jetzt mal. Trommelt die Band zusammen. Domino ist wieder in der Stadt. Das war ja einfach. Okay. Lass den doch... Umhaust du den, du Idiot? Dumm ist. Ja, aber das sind unsere Stimpaks, die bald draufgehen. Warum unsere? Weil der sich doch nicht von alleine heilen kann. Warum nicht? Weil die dumm sind. Ist ja schlimm. Also langsam habe ich echt genug von der Touristensaison. Ohne ihn jetzt zu nahe treten zu wollen. Aber die Tobis senken das Niveau hier deutlich. Dünne rote Paste, wie sagst du alles mit. Ausgeraubt. Das könntest du auch genauso gut gewesen sein. Ich glaube, musst nicht, du nicht dass rein. Ich das war. Diese Maschinen, Sinclairs kleine Geschenke, haben länger überlebt als er. Was sind das? Hülsen? Ja, nehmen wir mit. Werfen Sie einen Chip. Ey, wenn hier jeder so eine Labertasche ist, da habe ich jetzt schon eine Nase voll. Hier, jetzt lang. Puesta de Sol. Also das Gelaber hier, das ist ganz schön schlimm. Der Doktor war ja auch schon nicht gerade der Wortkargste. Ja. What? Eskalier nicht. Warum haben wir eigentlich diese dämliche Faust? Achso, weil wir gerade keine andere Munition haben. Vier. Ach hier. Ah, ich hab's vier. Ha. Mach den noch tot. Sehen, wie ich den mit die macht halt derbe Damage. So, der ist tot. Gib ihm! Mach noch den anderen tot. Bam! So, ich glaube, der ist jetzt auch tot. Gib ihm! Blutwurst! Okay, da hinten ist einer. Oh, Vorsicht! Alter! Was schmeißt denn der? Bist Granaten? Du dumm? Hier! Friss! Die Gasbombe! Jetzt darf ich endlich auch dahin. Na, aus! Haha! Also die Bärenfallenfaust, die macht gut Damage. Die ist richtig geil, ja. Muss ich mal so sagen, wie es ist. Hoffentlich können wir die mit rausnehmen. Ja, es wäre irgendwie schwach, wenn wir in dem DLC nichts kriegen, was uns im Ödland auch helfen würde. So, wo geht's lang dahinter? Wir kriegen Prestige. Na super. Also ich super. Ich habe keinen Schlüssel. Hier, komm mal her. Du kannst es doch. Nee, verlassen. Kann der das? Weiß ich nicht. Was soll er denn sonst können? Nur drumrum? Also dann gehen wir an die anderen beiden Eingänge rein. Also muss ich außenrum. Entweder das oder du waren nur noch zwei andere Eingänge dort. Ja, aber das führt ja in ein anderes Gebiet nicht. Die Markierung bleibt ja in dem Gebiet. Sonst würde mich die ja auf eine. Halt die Backen! Also hier ist bestimmt ein Versteck drin. Warte da. Werkierpistole. Brauchen wir nicht. Guck mal, ob hier vielleicht irgendwo so eine Hand. Nicht. Das Junkfood hättest du mitnehmen können. Oh, Altmetall, wir auch mitgeschleppt. Wozu denn? Ne, damit, da können wir uns ein bisschen heilen. Du bist ja ein Erbsenzähler. Stimpaks sind hier rar. So, gucken wir dort. Wenn man dort steht irgendwas. Sierra Madre Jeep. Warum steht dort? Not giving up my share. Huh! Bist du behindert? Ja, vielleicht. Guck mal nach Fallen. Bevor du hier. Da. Das war's. Trotzdem.
Hast mich nicht gewarnt. Tu es auf der Couch. Muss reichen. Man kann ja auch mal auf der Couch schlafen. Eben. Das ist eine Schlafcouch. Na, jetzt muss aber zumindest. Das Sierra Madre wird auch nicht jünger. Na? Na, so ist auch mal was Neues. Sieht auf alle Fälle sehr realistisch aus, möchte ich sagen. Die Tür dort geht nicht auf. Geh mal nicht auf. Vorsicht wieder. Ja, jetzt wär's eh zu spät. Sie sind verkrüppelt. Ach, schimpf mich nicht. Ja, du bist Sauerei. Ja vor uns in die ehende Bärenfalle rein. Nee, die habe ich schon geheilt. Das war, Ach, das war hier das Expo-Vorsicht? Granate. Die mir da den Gar ausgemacht hat. Da ist noch einer dahinter. Ja. Gym was liegt Basis. Da unten? Mentats. Drogen den ganzen Tag. Oh, man. Jetzt. Ah! Ich dachte, ich komme nicht wieder raus. So, Penumbra hätte ich jetzt versucht, dort reinzukommen. Da oben sind wir schon. Ach was, das ist schon. Ich weiß es nicht, aber das ist ja irgendwo oben, ha? Nee, das wäre ja zu einfach. Sicher. Aber gesagt, schöne Aussicht. Wo sind das hier bitte schöne Aussicht? Sind wir da? Ich guck mal auf der Map. Nee, gut. Hab nicht mal, gesagt. Nicht mal ansatzweise. Vorsicht, Bärenfalle. Die habe ich von oben gesehen. Ich auch im Sturzflug, aber dann dachte ich jetzt. Hä? Was? Da unten ist überall die giftige Graswolke. Wo muss ich denn hin, Mensch? Ich blick hier nix. Aber hier ist doch noch irgendwo eine Gaswolke. Doch, da auf dort. Der anderen Seite ist er. Aha. Gehen Sie lieber auf Nummer sicher. Womit denn? Wieksen Sie ihn mal besser mit einem Stock ins Auge, oder? Ja. So, Zigaretten. Na gut, hier drinnen kann man eh nichts verkaufen. Lass den schießen. Mach ich auch. Das kriegt er schon hin. Oh oh. Wo? Dislike. Wir haben echt eine perfekte Serie. Ist er tot? Vorsicht, nicht runterfallen. Das Terminal dort wolltest du nicht hacken. Vielleicht geht dort ein Ventilator an. Wohnen. Da drin oder was? Ach, das. Ah, das sah so verfallen aus. Nee, doch, nee. Verdammter Rüberfall. Das ist zu viel zu lesen. Ich mag jetzt nicht lesen. Tun Sie einfach Klick und Pause in die Video. Bam. Gut, ich dachte, hier kannst du. Ja, das war schon der erste Fehler, Robert. So, das Runterfallen hat uns natürlich jetzt. Ich wollte den aber tot kriegen. Na, jetzt ist er tot. Weil ich nämlich jetzt dafür gesorgt habe, dass er tot ist. Dort hinter würde ich nicht gehen. Hier, friss. Gib. Aber das hört ja gar nicht mehr auf hier. Der tut immer genau einmal mehr zupacken, als ich Maus drücke. Da. Warte. Die Schaltanlage. Oh. Dahin musst du die Stumme bringen. Stumme? Verdammt, haben wir eine falsche mit? Nein, denen war doch die Aufgabe. Geh nochmal in den Questler. Bringen Sie Dean zum Dach von Puesta de Sol? Ja. Vielleicht müssen wir die andere auch hier in der Nähe bringen. Ja, das kann sein. Warte, hier hinten. Was ist das? Oh Mensch, eine Red-Kakerlage. Was Wolkenrückstände könntest du dort nehmen? Wo? Da. Ah, ach, das ist ja schön. Lokale Karte. Wir müssen umdrehen. Ja, das ist wahrscheinlich dort, wo der Nebel ist. Ist auch nicht so schön. Wir hätten halt irgendwie oben bleiben müssen. Ich renne da jetzt einfach durch. Geht oder nicht. Auch nicht. Verschlossen, sehr schwer. Halsband piepst. Aber hier ist ja der Kacke am Dampfen. Was machen wir denn da jetzt? Wir müssen wahrscheinlich entweder irgendwie oben drüber oder ein Terminal finden, wo wir den Ventilator hier unten anschalten können, wie es beim anderen sieht war. Sieht oben drüber aus. Vermute, das Terminal ist dann da oben, also muss ich dann nochmal hochgehen. Oh, tu mal was essen. Lass ich mir nicht zweimal sagen. Gegenstände. Oh, hoppala. Oh. Ja, Robert, ist ja gut. Wie kam ich denn jetzt da hoch? Hier war das ja. Das heißt, wir waren schon völlig richtig, haben es aber dann durch eigene Dummheit ein bisschen verkackt. Mensch, Robert, was du immer so schlecht Ich hab gesagt, musst. Spring da nicht runter. Immer dasselbe mit dir, weißt du? Ich wollte da nicht runterspringen und du kommst an und sagst, hier, hupp mal da runter und mach den tot. Sonst, Alter. Sonst krepieren wir alle wegen dir, na toll, da hört man einmal auf dich. Bist du sicher jetzt hier hinter? Na, aber sichi. Gehen Sie lieber auf ich hab das alles unter Kontrolle, ja. Wieksen Sie ihn mal besser mit einem Stock ins Auge oder sowas. Unten ist die Wolke. Dort
drüben Vorsichtgeber langsam rein wegen Fallen. Hoch oben gucken. Da, nee, okay. Nix Walle. Okay, vielleicht tiert das Terminal. Das könnte schon eher sein, ja. Nee, besichtigungstermine. Na, Osama, aber auch. Wo soll denn das da sein? Vielleicht kommen wir auch einfach irgendwie so hinter das Tor. Das war ja schwer verschlossen. Oder sogar sehr schwer. Hä, was soll denn das hier? Bin ich mir auch nicht sicher. Nicht wieder runterspringen. Nee, nee, nee. Ach, hier oben geht's auch noch rein. Nee, von hier sind wir gekommen. Nee. Wir sind von hier gekommen. Okay, du musst mal dort reingehen und gucken, ob dort den Lautsprecher... Da raucht erstmal einer. Ja, immer erstmal eine Fluppe an. Na gut, Matze. Folge vorbei? Ja, wir haben es geschafft. Ach, guck. Nicht runterfallen. Mach mal F5. Ja, immer die Basis chillen, Robert. Alles okay. Unter Kontrolle. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Hoffentlich. Hoffentlich, wenn du Matze nicht failt. Wenn ich nicht faile, dann wird nicht passieren. Gut, dann wünschen wir euch noch... einen schönen Sonntag. Danke, Robert. Ich war gerade ein bisschen... Wir sehen uns dann in der nächsten Woche wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Fall... Halt die Fresse. Let's Play Fall, halt die Fresse. Bis dahin, macht's gut.